Hallihalli, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich mal super pünktlich mit meinem Video. Und zwar müssen wir hier erstmal, auch wenn wir heute den 2.6. haben, beenden wir natürlich erstmal hier den Mai, die vierte Woche. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich jetzt so alles beende, damit ich so ganz gezielt und ganz sauber mit dem neuen Monat beginnen kann. Ich glaube, nee, das ist hier nicht der erste Binder, sondern das ist der hier kurz vorm Platzen ist. So, fangen wir mal an. Ich habe ja hier ein paar Spiele noch neu aufgenommen. Müssen wir mal gucken. Die lasse ich dann für ab nächsten Monat sozusagen, also ab nächster Woche. Wir fangen an. Boah, Leute, heute, mein Kopf brummt, sage ich euch. Und zwar den ganzen Tag schon. Also ich nehme das jetzt gerade am 1.6., also samstags auf, damit das um 8 Uhr morgens hochgeladen wird für euch. Und ach, mein Kopf den ganzen Tag und ich habe eine Vermutung so langsam. Ich glaube irgendwie, es liegt daran, dass ich heute Morgen keinen Kaffee getrunken habe oder heute allgemein nicht. Kann das sein? Weil ich habe so immer meine paar Wochen und Monate im Jahr, da trinke ich die ganze Zeit Kaffee jeden Morgen und dann brauche ich es auch. Und dann habe ich immer mal keine Lust mehr drauf und dann geht es monatelang wieder ohne. Und heute hatte ich irgendwie keine Lust drauf, sondern heute hatte ich richtig Hunger und habe auch richtig gefrühstückt. Und ja, mein Kopf ist kurz vorm Platz den ganzen Tag schon und ist immer noch nicht nach Kaffee. Mal gucken. Heute habe ich eher den ganzen Tag Hunger. Ich weiß auch nicht warum. Liegt vielleicht am Wetter. Das ist ja auch so ein bisschen deprimierend. Es will ja einfach nicht warm werden. Ich meine, Leute, wir haben den 1.6. für euch. Es ist jetzt der 2.6. Und es will einfach nicht besser werden. Was ist denn hier los? Wo ist denn der Sommer oder wo ist denn der Frühling? Irgendwie regnet es ja nur die ganze Zeit. Gut, ich meine, es gehört ja auch ein bisschen Regen natürlich zum Frühling, aber können wir auch mal ein bisschen Sonne sehen? Also hier in Hessen jedenfalls. Leute, ich mache jetzt was. Und zwar, ich ärgere mich doch immer, dass ich für diese Challenge nie genug Geld da habe. Gegen Ende, weil ich das immer so alles verplane. Und deswegen habe ich beschlossen, heute möchte ich damit eigentlich anfangen, weil ihr mir das auch vorgeschlagen habt als Tipp. Das finde ich richtig gut. Ich will nämlich 85 Euro hier reinmachen, weil sonst werde ich niemals, niemals diese großen, werde ich niemals fertig. Also mache ich das so, wie ihr das gesagt habt. Es soll nämlich heute 85 Euro da rein. Upsala. Ja, ich mache jetzt keine 84 rein, weil, wie gesagt, ich mag das nicht, wenn Kleingeld ist. Dafür habe ich wahrscheinlich bei der 86 auch nur 85 reingetan. Denke ich mal von aus. Ja, also passt das schon. Oh, wir haben jetzt hier. Boah, will ich echt so viele Zehner reinmachen? Eigentlich ja nicht. Blöd, aber ich mache das jetzt erstmal so. 10, 20, 30, 40, 50. Komm erstmal hier rein. Das kann ich das nächste Mal nämlich immer noch wechseln. So, 50, 60, 70, 80, 85 Euro. Das finde ich eine gute Idee. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das andere Geld verteilen. Haben wir nämlich das hier. Das ist 100 Envelope. Ach, natürlich total schön hier mit meinem. So. Wintertime wird sowieso nicht so viel sein. Es können maximal 6 gespart werden. So, das ist eine 5. Machen wir doch direkt mit Rosa weiter. Ich wechsle jetzt erstmal nicht, weil ich habe echt viele 5-Euro-Scheine. Das hier, mein Pharaonenspiel, die Geliebte des Pharaos mit den 4 Klappkarten, machen wir ab nächster Woche. Wir machen jetzt hier weiter. Heute ist Gelb dran. Da dürfte eigentlich gar nichts drin sein. So, was soll hier starten? Das neu. Haben wir hier Gelb? Hier haben wir. So, das sind 12 Euro.
Wie lief denn eigentlich bei euch so der Mai? Schreibt mir das gerne unten rein. Bei mir war das so, ja, ich kann eigentlich, der war in Ordnung. Ich habe aber auf jeden Fall mein ganzes Geld aufgebraucht. Also gebraucht. Ich konnte nichts mit in den nächsten Monat mitnehmen. Das lasse ich weg diese Woche. Dafür habe ich ja einiges jetzt da reingesteckt. So, das war 5 Euro. Dann waren das hier 12 Euro. Das überspringen wir. Die Lebensweisheiten. Die nehmen. Oh. Schätzchen, deine Träume können dir ruhig etwas gewagter vorkommen. Lass dir davon keine Angst einjagen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ausgesprochen wird, aber Inception, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt mit Leonardo DiCaprio. Und das fand ich richtig, richtig schön. Und zwar, du kannst, Schätzchen, deine Träume können dir ruhig etwas gewagter vorkommen, lass dir davor keine Angst einjagen. Das war für mich so ein, also ich erinnere mich nicht an die Szene, wo was gesagt wurde. Ich erinnere mich nicht mal an den Menschen, wenn ich ehrlich bin, der das gesagt hat. Aber ich finde, Träume, egal wovon wir träumen, die dürfen ruhig gewagt sein, weil es gibt ja Menschen, die haben wirklich ganz groß vom großen Reichtum, vom großen, was weiß ich was, geträumt. Und die haben es auch tatsächlich bekommen. Und da haben am Anfang auch alle gelacht. Wichtig ist nur, dass man selbst sich keine Angst einjagen sollte, sondern man sollte ruhig mal gewagt träumen dürfen. So, Tante Emmas Laden. Da hatten wir letzte Woche, haben wir mit der großen Liste angefangen, haben wir Drogerie gezogen. Heute ziehen wir Gemüse. Wir können sparen. Kartoffel, 1 Euro. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Nur die Kartoffel? Echt? Okay, dann ziehen wir nochmal was. Obst. So, da haben wir hier die Pflaume. Das sind 3 Euro. 4,50 Euro. Muss man gerade was nachschauen. Ach, die Zwiebel, 4,50 Euro, wollte ich gerade sagen. 5 Euro, perfekt. Ich habe gerade einen Schock bekommen und dachte, oh Gott, habe ich die Zwiebel vergessen, hier aufzulisten. So, das sind insgesamt 5 Euro, die wir heute besparen. So. Wollen wir einen Coupon ziehen? Trauen wir uns das? Nee, komm, wir lassen den Coupon. Wir haben schon zweimal hintereinander gezogen, heute mal nicht. So, da müssen natürlich auch die 5 Euro rein. So, Marielle. Habe ich da eigentlich schon alles? Nee, oder? Nee, ich habe ja hier auch noch einige Lose. Dann ziehen wir doch mal ein Los. Bisher haben wir noch gar keinen Los gezogen, glaube ich, oder? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lose. 1, 2, 3, 4, 5. So, da sind 6 Euro. Bald haben wir auch schon die 50 Euro hier drin. So, der Mann Weinler, da muss eigentlich echt was raus. Nimm mal die hinteren. Oder? Nimm mal die beiden. So. Geht der zu? Ja, perfekt. Geht der zu? Ja, sehr gut. Der ist aber noch nicht dran. Sind wir jetzt hier? Ja, das ist ab nächster Woche dran. Müssen wir die hier rausnehmen. Weil die habe ich ja jetzt aus der Steuer rausgenommen. So, Saving Princess erstmal. So, da darf ein Los gezogen werden, nämlich das letzte Los und das letzte Orange, ne?
Heute ist so ein lose Tag. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Also lose liebe ich. Ihr wisst ja, ich habe eher so ein bisschen Probleme mit. Mit was habe ich Probleme? Das sage ich jetzt mal nicht. Schreibt mir es gerne unten rein. Was mag ich nicht so gerne bei den ganzen Challenges? Eigentlich die. Warte, ich schraube meine Zähne gerade. Die, die mich jetzt mittlerweile gut kennen, wissen ganz genau, was ich nicht so wirklich mag. Ich mache es zwar, aber das ist nicht so meins. Bin mal gespannt, ob ihr das in den Kommentaren alle aufschreibt. So, da sind 11 Euro. Habt ihr eigentlich Interesse an einer gemeinsamen, kostenlosen, selbstverständlich Chatgruppe, so, wo alle, die gerne Fragen stellen über das Budget, dass ihr euch gegenseitig unterstützt? Weil ich meine, wir sind ja schon eine tolle Community. Habt ihr da Lust drauf, dass ihr sagt, hey, ich würde gerne mich austauschen mit anderen und wenn ich mal Fragen habe, können sie die beantworten oder ich teile einfach meine Designs oder meine Ideen. Habt ihr da Lust drauf? Schreibt mir das auch gerne unten rein. Das würde mich sehr interessieren, ob euch das reizt oder ob ihr sagt, nee, wir wollen uns eigentlich gar nicht austauschen und wir gucken uns eigentlich nur deine Videos an und die anderen, die hier mitschauen und mitkommentieren, interessieren mich eigentlich nicht. Beides ist vollkommen legitim. Deswegen, wie gesagt, schreibt mir das gerne unten rein. Wäre selbstverständlich kostenlos und dann müsste man halt schauen, was man da nimmt. Da gibt es bestimmt so verschiedene Formate, was man da nehmen könnte. So 53 Euro, stimmt das hier? Ja, es stimmt. Und damit haben wir nämlich die Bell beendet. Und es kommt. Ah ne, da ist sogar. Sind es wirklich 53? Ja. Warum habe ich jetzt einen Zehner zu viel? Plus die 20. Keine Ahnung. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich habe doch gerade 11 Euro rausgenommen, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen das hier mal und wir nehmen das hier mal raus. Und wir fangen nächsten Monat mit was anderem hier an. So. 73 hatten wir. Ich glaube, da hat eher ein Fünfer gefehlt. Kann das sein? Ich glaube so. Und dann die 3, dann wären es 73. Muss auch von den beiden letzten. So, glaube ich, war das. So, Celtic Spirit. Wir würfeln, weil hier gibt es noch viel zu entdecken. 3 und 4. Hatten wir noch nicht. Das sind 6. Und ich glaube, dann bleibe ich auch nur bei 1. 6 Euro sind schon genug. Das habe ich ja hier nie eingetragen, sondern hier. So, die arabische Nacht habe ich ersetzt durch das, lasse ich diese Woche weg. Startet nächste Woche. Dann machen wir hier mal weiter. So, das ist 2 mal 3. Wollen wir erstmal die Rot. So, haben wir hier noch ein Dreierfeld, ja? Das heißt, hier sparen wir heute 6 Euro. Sind
haben gar nicht mal so viel Geld hier. Princess. Das ist halt, wenn man hier viel Geld reinmachen möchte, aber es ist für mich in Ordnung. Was haben wir hier? Gewürfelt haben wir alles, erfüllen nur noch die. So, das sind vier. So, Jenseitsvorbereitungen. Dann sparen wir doch hier mal 6 Euro. Ach, perfekt. Dann haben wir nämlich auch 50 drin. Ne? Können wir nächstes Mal wechseln, wenn ich wieder 50 Euro schon abbrauche. Wobei, wir nehmen das hier. Also 3 und 2 sind 5 Euro, haben wir die ganze Zeit schon gemacht. Nämlich so. Das sollte jetzt neu starten, lassen wir auch weg. Die neu sein sollen, lassen wir für nächste Woche, weil ich habe, wie gesagt, hier schon 85 Euro reingesteckt. Das spielt mir ganz gut in die Karten, dass ich da nicht so viel bespare. So, das Tierische. Ich glaube, das ist in einem anderen. Ah, letzte Woche war der Hase dran, dann ziehen wir doch irgendwas. Heute ist wieder unser Faultier. Wir haben 30 drin. Wir machen mal heute hier nur 1 Euro rein. Damit wir das auch bespart haben. Ne, das ist Eulenmagie. Eulenmagie hat mir gar nicht gemacht. Letzte Woche hat mir irgendjemand geschrieben. Irgendwie. Irgendwas war da auf jeden Fall. Irgendwas vergisst man immer. Ich weiß auch nicht wieso. Genau, Eulenmagie habe ich nämlich letzte Woche. Habe ich es vergessen einzutragen, Leute? Schreibt mir das nochmal bitte hier unten rein. Ich weiß es gar nicht mehr. Wobei, eigentlich, gibt es denn hier so einen Tracker? Nee. 40, habe ich 40. Ja, ich habe letzte Woche vergessen, Eulenmagie überhaupt zu spielen. Ups. So, 4 Euro. Was hat sich denn geschrieben? Ach nee, ich hatte Eulenmagie gespielt. Habe aber die 2 Euro nicht reingetan anscheinend. So war's. Dann nehme ich hier von dieser und letzter Woche dann. Dann passt das wieder, denke ich. Das ist auch ab nächster Woche. Bingo! So, wir sind mal gespannt. So, die erste Zahl ist die 2. Könnt ihr mal nachschauen, ob ihr die 2 habt? Ich habe sie hier nicht. Dann die zweite Zahl, Trommelwirbel, ist die 52.
Yes, ich habe die 52. Also, wo ist denn jetzt mein Stift hin? Stift, wo bist du? Ich brauche dich gerade. Ich habe hier meine Zahl gezogen. Ah, hier. Also die 52 habe ich. Und die letzte Zahl für heute. Ach, die drehen sich immer so. Nein, ist ja nicht schlimm. Ups, da ist sie direkt runtergefallen. Die 10. Die 10 habe ich, die 10. Ja, oh Gott, Leute, heute gleich 2. Das heißt 10, 10 und 5. Das heißt, ich spare heute 25 Euro. Na Gott sei Dank habe ich das Geld hier noch. 25. Mega. Ist bei euch was rausgekommen? Vielleicht habt ihr auch sogar den gleichen Tracker wie ich. Also hier, hier. Ist ja schon mal was. Aber wir hatten schon damit angefangen, sehe ich gerade. Verstehe ich gerade nicht. Ah, ich hatte schon damit angefangen. Nicht schlimm. Dafür muss ich hier so viel Geld jetzt reinmachen. Das war meine erfolgreiche Bingo-Woche, würde ich sagen. Gibt es hier irgendwas Kleines zum Besparen? Ja. Würfel. 4 Euro sparen wir. Mehr will ich auch gar nicht, weil 25 Euro waren schon einiges hier. So, das überspringen wir tatsächlich, weil das wird mich viel kosten, das weiß ich jetzt schon. Die Axolotl auch, habe ich diesmal echt oft. Das ist mir auch zu hoch für heute. Chamäleon. Das ist auch für mich nicht schlimm, dass ich zu viel überspringe, weil 85 Euro sind hier gelandet und das ist mir Gold wert gerade. Die 5. Hatten wir noch gar nicht. Ausgerechnet jetzt, wo ich keine 5-Euro-Scheine mehr habe. Aber beides geht. Ein Kaffeekreuzchen. Mal 2 und 3, damit wir hier vorankommen. Das sind 5. Weil wir haben ja jetzt einen Fünfer bekommen. Und dann bleibt eigentlich nur noch ein Bein da mit wenigen. So Celestia. Oh, ich liebe Celestia. Das war so ein Herzensprojekt, dieses Spiel zu entwickeln. Wobei hier das Spielfeld nicht dabei ist. Das seht ihr dann immer bei meinem Notgroschen, bei den Spielen. Upsala. Q, ui. Q und zwar das da hatten wir noch nicht. Also spare ich 15 Euro.
150 Euro. Kann aber gerade nicht wechseln, oder? Doch. So, aber 50 Euro habe ich dann für nächste Woche. Jetzt haben wir übersprungen. Wir haben es Weisheit nachher schon. Ui, Dreamy. Wie haben wir denn hier noch so? Bisschen was hätte ich. Okay. Versuchen wir mal unser Glück. Die 12. Damit kann ich vollkommen leben. 12 Euro sind in Ordnung. Kann ich mir leisten. So Dreamy erstmal. 12 Euro. Das habe ich mir nur mit dem Sticker gedacht. Das denke ich mir jedes Mal wieder. Wo war denn Dreamy? Was ist das, wenn die hier noch so rausgucken? Ich freue mich schon auf den Tag, an dem wir das hier zusammen aufmachen und nachzählen. Schon 419 Euro drin, wenn ich immer alles gerechnet habe. So, wir haben hier auf jeden Fall mindestens 35 mindestens. So, dann machen wir das ja auf jeden Fall. Machen wir doch die 34, oder? 33. Kommt, wir machen die 37. Dann sind wir die los. Wir zählen jetzt erstmal und gucken dann, ob wir noch was in die Box reinmachen können. Hier ist es auf jeden Fall schon mal leer. So, wir machen mehr, machen wir nicht rein, weil eigentlich wollte ich nicht mal so viel sparen. Ich bin vollkommen zufrieden mit 271 Euro. Und jetzt schauen wir mal gemeinsam. Das tragen wir hier jetzt ein. Und dann rechnen wir zusammen, wie viel wir diesen Monat insgesamt gespart haben. Wir haben 253,5 plus nochmal 253,5. Plus 250 plus 271 sind 1028 haben wir jetzt im Mai gespart. Und falls ihr euch fragt, hä, wieso macht sie 1000 Euro immer hier rein und spart aber dann teilweise doch ein bisschen mehr, ganz einfach, weil ich habe hier immer noch ein bisschen Kleingeld und so weiter und dann nehme ich jede Woche ein bisschen raus. Für mich ist es, ich denke mir, mehr ist mehr in dem Sinne, das heißt, je mehr ich spare, desto besser. Und wenn das Geld da ist, stört es mich nicht, als wenn ich weniger, Entschuldigung, als 1000 Euro drin habe. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir, wie gesagt, unten nochmal rein, ob ihr so eine Austauschgruppe haben wollt, wo man sich gegenseitig immer schreiben kann. Dann suchen wir nach etwas.
Natürlich würde ich sowas nur machen, wenn ich auch ganz genau weiß, dass einige dort Interesse haben. Also mit zwei, drei Personen lohnt das sich natürlich nicht. Deswegen schreibt bitte ganz fleißig unten rein, ob da Interesse besteht und hinterlasst auch sehr gerne einen Daumen hoch da. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.